William Carter. Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Axis, von Origin, von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, Sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Wie behandelt man Sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anständig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen Ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, Ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde Ihnen helfen, so gut ich kann. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten. Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird Sie erwarten. Ich glaube, Sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. Mit raffiniertem Delirium bewiesen. Gut, Heinrich hat sie endlich geschickt. Fangen wir an. Wie soll ich dabei helfen? Sie sind hier die Ärzte, nicht ich. Die Behandlung muss die Infektion auf verschiedenen Ebenen bekämpfen. Medizinisch, technologisch und psychologisch. Wir kümmern uns hier um Letzteres. Ich bin ja froh, wenn es eine Heilung gibt. Aber wozu brauchen Sie mich? An der Infektion hat uns unter anderem verblüfft, dass der Patient, selbst wenn wir alle Symptome erfolgreich bekämpft haben, nicht auf äußere Stimuli reagiert. Schließlich haben wir festgestellt, dass für die Heilung eine psychologische Verbindung nötig ist. Psychologische Verbindung? Wie muss ich das verstehen? Wir brauchen jemanden, zu dem der Patient eine psychologische Verbindung hatte, um ihn zurückzuholen. Unser Patient ist ein Agent und aus unseren Unterlagen geht hervor, dass er Sie sehr respektiert. Sie experimentieren mit einem Agent? Ja, er mag zwar ein Hypnotisierter sein, aber er ist immer noch ein Excom-Agent. Und da gehört es dazu, Risiken einzugehen, nicht wahr? Sogar als Infizierter kämpft er weiter, was? Okay, ich bin dabei. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Physisch passiert ihm nichts, aber mit jedem Versuch, bei dem wir ihn nicht zurückholen, entgleitet er uns weiter. Dann machen wir es doch gleich richtig. Gute Idee. Worin besteht denn nun meine Aufgabe? Ich bin kein Arzt. Schwester Campbell übernimmt den kompletten medizinischen Teil und geht Ihnen zur Hand. Wir brauchen Sie lediglich als seinen Ansprechpartner, der ihm antwortet, wenn er wieder zu sich kommt. Womit muss ich rechnen? Stellen Sie sich vor, Sie wecken ein Kind auf. Es ist in einer Traumwelt gefangen und Sie müssen es befreien, ihm einen Grund geben, aufzuwachen. Warum knallen Sie ihm nicht eine? Hat bei mir als Kind immer geklappt. Nein, nein, nein. Es darf nicht gewaltsam sein oder Stress verursachen. Probieren Sie es auf die sanfte Tour. Sanftheit ist nicht meine Stärke, Doc. Ich weiß. Aber Druck könnte Ihnen seine Traumwelt zurückscheuchen. Anscheinend hat Mosaic ein recht komfortables Gefängnis in Ihren Köpfen errichtet.
Klingt gemütlich. Kein Wunder, dass die keine Lust haben, in diese Welt zurückzukehren. Es ist wie beim Bekämpfen einer Sucht. Man muss ihnen mit der nötigen Strenge helfen, aber nicht so streng, dass man sie verschreckt. Sanft und streng, aber nicht zu streng. Geht klar. Legen wir los. Wenn sie recht haben, wird das ein Kinderspiel. Wenn dem so wäre, hätten wir sie alle schon längst geheilt, Carter. Schön stillhalten. Viel Glück, Carter. Wenn man vom Teufel spricht, er ist soweit. Versuchen Sie, ihn anzusprechen. Wie geht's Ihnen, mein Freund? Meine Zeit ist um. Kommen Sie, Agent. Zeit aufzuwachen. Lassen Sie mich. Sein Puls ist leicht gestiegen. Er nimmt Sie wahr. Machen Sie weiter. Kommen Sie, es ist Zeit aufzuwachen. Kein Krieg mehr. Na los, oder wollen Sie die ruhmreichste Stunde der Menschheit verschlafen? Nein, nein. Muss aufstehen. Machen Sie weiter. Sie haben es fast geschafft. Richtig. Sie müssen aufwachen. Muss aufstehen. Ja. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Carter. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Sie haben ihn, Carter. Er ist wach. Was ist passiert? Wir werden Ihnen alles erklären, aber zuerst müssen Sie wieder gesund werden. Gute Arbeit, Carter. Sie waren anscheinend genau der Richtige für den Job. Wozu sollten wir Illyrium bis zu einem solchen Grad raffinieren? Es ist viel zu instabil. Ah, William. Gute Nachrichten, hoffe ich. Kommen Sie. Ich hätte eine Frage bezüglich des Es stand auf Messerschneide, aber die Methode hat gewirkt. Ganz ausgezeichnet. Wenn der Prozess grundsätzlich funktioniert, finden wir vielleicht eine massentaugliche Lösung. Das hoffe ich doch. Ich kann doch nicht zu jedem auf der Welt sanft sein. Überraschend genug, dass Sie das bei einem hinbekommen haben. Zurück an die Arbeit. Da sind Sie ja. Gut. Ich muss Sie sprechen. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Sonst noch was Brauchbares? Waffenpläne, Schwachpunkte, sowas in der Art? Keine offensichtlichen Schwachpunkte, wenn Sie das meinen. Und Axis war der Befehlshaber, er kannte alle Truppenstärken und Einsatzpläne. Da haben unsere Analysten ja was zu arbeiten. Aber uns geht die Zeit aus. Die Hauptstreitmacht wird binnen Stunden hier sein. Besser als nichts. Wir können ja evakuieren lassen, während wir ihre Kommandozentrale ausschalten. Genau. In der Zwischenzeit berechnet Weir exakt, wo wir hin müssen.
Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Wir haben, was wir brauchen. Geben Sie dem Direktor Bescheid. Ich erwarte ihn im Hangar. Ah, Carter. Gerade rechtzeitig. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vangate so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Wir riskieren hier alles. Aber ich weiß, Sie haben uns noch nie enttäuscht. Ich setze mein Leben auch aufs Spiel. Schließlich brauchen Sie mich für die Durchquerung der Gates. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum. Sie haben doch schon Vangates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich. Hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so Großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrriegeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen Sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis? Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können Sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Wir verlassen uns ganz auf Ihre Arbeit. Ich hoffe, Sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als Einziger Ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um Ihre Heimat zu retten. Ja, das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Es wird wohl Zeit. Wir sehen uns im Avenger, Carter.
Schicken Sie die Evakuierungsbefehle raus und die Agenten sollen weiter die hochrangigen Ziele verteidigen. Ja, Sir, wird gemacht. Wir halten bis zu Ihrer Rückkehr den Laden am Laufen. Ihre unerklärliche Zuversicht wird lobend zur Kenntnis genommen, Chalsky. Na, da ist Carter. Carter, gut. Man hat mir gesagt, dass alles bereit ist. Ja, Sir. Gut, in der nächsten Stunde geht es los. Was das? Carter? Keine Rede? Keine Ansprache? Reden sind hier unangebracht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und Sie kennen unsere Chancen. Ja, Sir, allerdings. Das erwarte ich auch. Keine Sorge, Director. So leicht bringt man mich nicht um. Kein Mensch kann alles. Aber wenn einer das schafft, dann Sie, Carter. Eben, weil ich keine halben Sachen mache. Darum habe ich Sie ausgewählt. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Einsätze waren ein Erfolg. Nein. Sie waren nur ein Erfolg, wenn der Verlust zweier Städte und das Erreichen des Minimalziels als Erfolg gilt. Trotzdem sind Sie erfolgreicher als alle anderen. Wir brauchen mehr Agenten, bessere Ausbildung. Die Outsider haben einen endlosen Nachschub an Truppen, nicht wir. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen den Kampf zu Ihnen tragen. Existiert diese Origin nicht schon seit Hunderten von Jahren? Was ist, wenn es mit einer Kugel in den Kopf nicht getan ist, um ihn und Mosaic auszuschalten? Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn das nicht reicht? Nun, Sie haben gezeigt, dass Sie gut improvisieren können. Ich soll improvisieren? Das ist ja was ganz Neues. Und wenn wir dort landen und ich nicht das richtige Werkzeug dabei habe? Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Aber Sie sind eben unsere beste Chance. Angenommen, wir können die Gates schließen. Was wird aus den Outsidern auf der Erde? Ich hinterlasse einen detaillierten Schlachtplan. Er wird gerade an die Stabschefs verteilt. Wir hoffen, dass der feindliche Nachschub abreißt, wenn die Welten getrennt wurden und dass die einzelnen Feindverbände vom Zentralkommando abgeschnitten werden. Das sollte unseren Truppen den nötigen Vorteil verschaffen. Das klingt ja, als hätten Sie nicht vor, selbst mitzumachen. Die Chancen, dass wir heil zurückkehren, sind gering. Machen wir uns doch nichts vor. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Avenger. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Carter. Und Sie kennen das Risiko. Sie haben bisher überlebt. Ich weiß, Sie sind der richtige Mann. Stand im Aufklärungsbericht was über einen Feuerkrater? Ja, aber Fork sagte, dass es sich außerhalb unseres Einsatzgebiets befindet. Sie sind so leichtgläubig, Carter. Das hat damit nichts zu tun. Feuer hin oder her, wir müssen den Mosaic-Funkturm finden und verseuchen.